So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir einen kleinen Parser programmieren. Und zwar soll dieser Parser in der Lage sein, bei einer gebrochen rationalen Funktion, also die allgemeine Darstellung ist dann zum Beispiel f von x, na, dann zum Beispiel pn von x, na, und hoppla, und qm von x, ja, soll dieser Parser den Schnittpunkt mit der y-Achse berechnen. Ja? Das heißt also, wenn wir uns hier unser Koordinatensystem vorstellen, ich mache das jetzt einfach hier so skizzenhaft, unser Koordinatensystem, wir hätten jetzt hier zum Beispiel den Funktionsgraphen, ja, also irgendwie sowas hier als Beispiel. Ja, dann hätten wir hier ja den Schnittpunkt mit der y-Achse, ne? Als Beispiel. Und darum geht es uns jetzt hier. Ja? Wie gesagt, das hier unten war jetzt rein beispielhaft. Wir wollen also ein Programm schreiben, einen Parser, der uns das hier berechnen kann. Und zwar soll der Parser so aufgebaut sein, dass wir in der Eingabezeile, ne, ich schreibe hier einfach in Eingabe, dass wir hier dann den gebrochenen rationalen Funktion eintippen können, zum Beispiel 3x hoch 4 plus 5x plus 7 dividiert durch zum Beispiel x hoch 6 plus 8. So, dass wir das so in dieser Form hier eingeben können. Ja, also hier der Bruchstrich wäre dann hier dieser Backslash. Ja. In diesem Fall berechnet sich ja der Y-Achsen, der Schnittpunkt mit der Y-Achse hier ganz einfach durch, indem ich hier die 7 durch die 8 dividiere. Das heißt also, wir hätten dann in diesem Fall hier den Punkt 0 und 7 Achtel. Ja. Das heißt also, es wird hier einfach nur mit den Absolutgliedern gearbeitet. Das geht natürlich nur, wenn ich mir hier vorstelle, ich habe hier beispielsweise a mal x hoch n plus obla, an, stopp, an minus 1 mal x hoch n minus 1 plus Punkt, 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 ja, plus a1 mal x hoch 1 plus a0, so dividiert durch, und dann hier unten zum Beispiel bn, Quatsch, bm müssen wir jetzt machen, hoch x hoch m plus bm minus 1 mal x hoch m minus 1 plus Punkt, Punkt, Punkt plus b1 mal x hoch 1 plus b0. So, dann können wir hier ja das Ganze einmal brechen, indem wir hier a0 durch b0 dividieren. Wichtig ist, b0, na, muss ungleich 0 sein. Das heißt, das geht nur, wenn b0 ungleich 0 ist. Dann können wir das so berechnen, weil anders eine Division durch 0 nicht möglich ist. Ja? So, der Einfachheit halber werde ich das Ganze hier in Python programmieren. Die Möglichkeit, also die Problemlösung, können Sie aber auch auf andere Programmiersprachen so übertragen. Das ist kein Problem. Das Ganze habe ich hier schon vorbereitet. Also ich habe mir eine leere Datei vorbereitet. Bin etwas erkältet, tut mir leid. Fangen wir einfach mal an. Wir brauchen erst einmal einen String. Das machen wir ganz einfach indem ich hier einfach schreibe f ist gleich, also ich nenne den String f, oder ich könnte ihn auch nennen y, ja. Das y für Funktion. So, y ist gleich ArrayInput. Das mache ich hier mit ArrayInput, damit es auch passend konvertiert noch. So, dann schreibe ich hier einfach hin f von x, hoppla, von x. So, da hätten wir das. Dann habe ich hier einen String im Prinzip. Ne? Und diesen String, das können Sie sich vorstellen wie ein Band. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die Turing-Maschine. Ne? Ja, dass wir zum Beispiel ein unendliches Band haben mit lauter Zeichen A, B, 0, X und so weiter.
Und wir haben hier einen, so einen Lese- und Schreibkopf, der jetzt dieses Band abfährt, die entsprechenden Zeichen einliest, die entsprechend verarbeitet, neu schreibt und so weiter. Und ähnlich müssen Sie sich das hier jetzt auch vorstellen. Wir lesen also hier im Prinzip ein Band ein. In dem Fall ist aber unser Band endlich. Und das müssen wir jetzt natürlich noch auswerten. So, dieses Auswerten machen wir jetzt mit einer Schleife. Und zwar vor X nenne ich das Ganze einfach. Vor X in, da kann ich hier in Python ganz elegant machen, in Y. Ne? Dann werden also alle Zeichen, die hier enthalten sind, werden dann hier schrittweise an X übergeben. So. Jetzt muss ich natürlich auch die genaue Position kennen. Ja? Zum Beispiel geht es mir jetzt darum, wenn jetzt zum Beispiel, wenn X gleich ein solcher Strich hier ist, ja, das ist ein Querstrich, was ja in unserem Fall den Bruchstrich darstellt, dann soll er direkt das Zeichen, das erste Zeichen hier, das war in unserem Beispiel hier die 7, ja, dann soll er hier dieses Zeichen hier direkt hier einlesen, weil das wäre dann das Absolutglied A0. Das hätten wir dann nämlich aus diesem String dann schon gewonnen, also aus diesem Funktionstempel, sagt, gewonnen. Ja? So, damit wir darauf aber zugreifen können, müssen wir auch die Position kennen. Dazu muss ich jetzt hier eine Variable einbauen. I nenne ich die, und die setze ich auf 0. Und dann mache ich hier einfach I ist gleich I plus 1. Ich könnte auch einfach hingehen und könnte sagen, I plus gleich 1. Ne? Dann wird I immer um 1 erhöht. Bei jedem Durchlauf. Damit wir hier die Position kennen. So. Und jetzt kann ich hier sagen, jetzt brauche ich natürlich noch eine Variable hier oben, die nenne ich einfach a oder a0 nennen wir sie. a0 ist gleich 0. Das ist dann also hier unser Absolutglied hier, das erste. Und dann sage ich hier einfach a0 ist gleich f von f. Und dann muss ich hier schreiben i minus 2. So. Warum i minus 2? Ganz einfach, denken Sie daran, die Zählung der Strings beginnt hier bei 0. Also in diesem Fall beginnt hier die Zählung bei 0. Das hier ist nicht 1, sondern 0. Hier hätten wir 1, hier hätten wir 2. Das Problem ist, der zählt jetzt hier mit der Schleife, zählt er das Ganze aber anders. Der zählt jetzt so. 1, 2, 3. Wenn also hier der Strich wäre, dieser Bruchstrich, ne, und ich möchte jetzt hier diese Variable, ne, muss ich hier eine 1 wegziehen, beziehungsweise, das können wir ja gerade mal ausprobieren, machen wir es mal anders, print das hier. So, probieren wir jetzt mal gerade aus. Ich gebe hier was ein, sagen wir mal 5x plus 7 dividiert durch 8x plus 9. So, ja, plus 10, ja gut. Aha, ist noch definiert. Oh, stopp, Entschuldigung, da muss ich Y nehmen. Ah, tut mir leid. Ich habe es ja Y genannt, Entschuldigung. So, machen wir mal 5x plus 7 dividiert durch x hoch 4 plus 8. So, perfekt. Und er gibt uns hier die 7 aus. Da muss man jetzt etwas rum experimentieren, dass man hier drauf kommt. Ne? Gegebenenfalls Tests machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach 1 mache, ne? Da gibt er mir hier nämlich diesen Slash aus. Also ich mache mal ein Beispiel 6x durch 8x als Beispiel. Hoppla, da gibt er mir hier diesen Strich aus. Das liegt daran, weil er hier die Position hochzählt. Ja. Zum Beispiel er zählt dann hier mit der Schleife, zählt er zum Beispiel bis zu diesem Strich. Da zählt er 2. Ja. So, jetzt ist aber so, dass die eigentliche Zählung bei 0 beginnt. Das heißt, ich muss dann hier, ne, i minus 1 sagen, damit ich dann hier bei diesem Strich bin. Und folglich muss ich, um auf dieses Zeichen hier zu kommen, muss ich dann i minus 2 sagen, um dann hier zu gelangen. Ja. Okay. So. Das heißt also, wir weisen jetzt aber hier, machen wir es so, dass wir a0 gleich diesen Wert hier zuweisen. Ja.
Dann hätten wir das schon mal geschafft. Als nächstes müssen wir B0 noch zuweisen. Das schreibe ich auch hier rein als Variable wieder. B0 ist gleich 0. Und B0 kann ich jetzt einfach sagen, das wäre jetzt hier einfach das Ende des Strings. Ja. Wenn also das ist ja, wie gesagt, der String, der eingegeben wird. Und das Absolutglied wäre jetzt das letzte Absolutglied, also B0. B0 wäre jetzt in diesem Fall hier die 8, also das letzte Glied. Und das können wir ganz einfach zuordnen, indem wir hier einfach sagen, B0 ist gleich Y. Jetzt müssen wir die Länge des Strings kennen. Sage ich einfach len Y. Ja. Problem ist jetzt da mit diesem Befehl len, mit dieser Funktion besser gesagt. Der gibt mir die Länge dieses Strings aus. Das heißt also die Anzahl der Elemente. Sagen wir mal, der String würde als Beispiel aus A, B, C, D bestehen. Dann würde mir die Funktion len, würde mir dann 4 zurückliefern, ja, weil hier 4 Elemente drin sind. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine 4 verwenden würde, ne, um dann auf das letzte Element, zum Beispiel hier D zuzugreifen, ne, bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt, weil das dann außerhalb der Reichweite ist, weil die Zählung beginnt ja nicht bei 1, wie es jetzt hier der Fall beispielsweise wäre, sondern die Zählung beginnt bei 0, 1, 2, 3. Das heißt, ich muss also hier an der 4, muss ich 1 abziehen, um dann hier auf dieses letzte Element zu kommen. Dann mache ich also hier einfach minus 1 und dann habe ich das Ganze. So, dann hätte ich also auch schon mein Element B0. Und jetzt haben wir hier gesagt, damit ich das so machen kann, muss B0 ungleich 0 sein. Ich muss also vorher eine Abfrage machen, if B0. Und jetzt muss ich aufpassen. Um das Ganze jetzt besser, um das Ganze überhaupt verarbeiten zu können, da habe ich nämlich noch einen Fehler gemacht. Hier habe ich ja jetzt nicht mit einem Zahlenwert zu tun, sondern ich habe es jetzt hier mit einem String zu tun. Und mit einem String kann ich natürlich hier nichts rechnen. Also wandle ich das Ganze einfach hier um in einen Zahlentyp, in einen Dezimalbruchzahlentyp. Oder auch Fließkommazahlentyp, nämlich Flat. So, und da kann ich damit auch was anfangen, kann dann hier sagen B0, wenn B0 ungleich 0 ist, ne, mache ich hier mit diesem Operator. Wenn das jetzt ungleich 0 ist, dann kann er mir tatsächlich ausgeben, print, dann kann ich den Schnittpunkt direkt ausgeben, kann sagen, SY, Klammer auf, bei 0, Strich, ist gleich, dann können wir hier sagen, einfach A0 durch B0 und dann hier noch entsprechend die Klammer dicht machen. So. Wenn es jetzt allerdings elif, das mache ich mit elif. Ne? Elif ist in diesem Fall nichts anderes, wie wenn ich hier noch ein zuzügliches if nochmal mit einbauen würde. Also nochmal eine if-Verschachtelung in der if-Verschachtelung. Wenn ich jetzt sage, B0 ist 0, ne? Wenn das der Fall ist, dann soll er mir ausgeben, print, es gibt keinen Schnittpunkt mit der Ordinate. Die Ordinate ist die Y-Achse im Übrigen. Ja? Das wäre es dann im Prinzip ja schon. Da können wir unser kleines Programm ja mal testen. So, da gebe ich jetzt eine Funktion zum Beispiel ein. Zum Beispiel 5x Quadrat plus 6x plus 7 dividiert durch 4x hoch 4 plus 3. Dann bekommen wir hier schon einen Fehler angezeigt. Oh, da habe ich, oh ja, da habe ich einen Fehler. Und zwar muss ich ja da 2 hinmachen. Entschuldigung. Da habe ich 1 hingemacht. Der Fehler war jetzt an dieser Stelle, das eingelesene Zeichen war dieser Bruchstrich, ja. Da habe ich nämlich mich hier vertan. Ich habe ja hier gesagt, wo war es denn nochmal? Hier unten. Habe ich ja gesagt, wir müssen ja hier i minus 2 machen, damit wir hier dieses Zeichen hier bekommen. Also in diesem Fall hier wäre es die 7 gewesen. Die wollte ich ja haben. Stattdessen habe ich aber diesen
diesen Bruchstrich hier in dem Fall hier eingelesen. Diesen kann ich natürlich nicht in Flat konvertieren. Das geht natürlich nicht. Jetzt habe ich das Ganze hier geändert. Weil ich jetzt faul bin, kopiere ich mir diese Funktion hier einfach nochmal. Führe das Ganze einfach nochmal aus. Füge es mir hier wieder ein. Bestätige mit Enter. Hoppla, 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 hoppla. Jetzt haben wir wieder einen Fehler gemacht. So, bestätige mit Enter und Abracadabra. Ja. Und diesmal hat das funktioniert. So, das können wir ganz einfach auch nachprüfen, indem wir hier einfach mal rechnen. 7 durch 3. Ne? Das sind auch tatsächlich dieser Wert hier. Also das heißt, unser Programm hier funktioniert auch schon mal. Ich kann jetzt natürlich auch noch hingehen und kann das Ganze auch plotten lassen. Dazu benutze ich ein kostenloses Programm, das nennt sich Graph. Das können Sie da verwenden. Finden Sie auf meinem Kanal auch ein Anführungsvideo dazu. Da füge ich diese Funktion hier einfach ein. Lass mir das Ganze plotten. Nanu. Da habe ich jetzt schon einen Fehler. Das muss ich mit Klammern machen, sehe ich gerade. Das muss ich mit Klammern versehen. Also das hier in Klammer setzen und das hier in Klammer setzen. Ansonsten macht er mir da ein Problem. Aha. So. Das heißt also, hier fürs Programm muss ich das Ganze in Klammern setzen. Das kann ich in diesem Fall hier nicht machen. Na, noch nicht zum Beispiel, weil er mir anders hier eine Klammer einlesen würde. Es sei denn, ich würde es so programmieren oder hier würde man die. Das kann man aber auch ganz einfach einprogrammieren, indem man hier indem man hier den Index etwas verschiebt. Ja? Aber wir lassen es mal so. Dann können wir auch hier prüfen, kann ich hier auch Werte eingeben, x0. Und tatsächlich, der berechnete Wert stimmt auch. Ja? Können Sie ja ablesen. Das Ganze funktioniert also. Wir können jetzt zum Beispiel noch ein Beispiel machen. Zum Beispiel gebe ich mal ein, x Quadrat plus 3 dividiert durch 5x plus 0. Ganz wichtig, Sie können hier nicht ohne irgendwas arbeiten in dem Fall, sondern in diesem Fall hier müssen Sie hier mit plus 0 arbeiten, wenn hier nichts mehr kommt. Und in diesem Fall zeigt er mir dann auch an, es gibt keinen Schnittpunkt mit der Ordinate, weil ja hier das letzte Absolutglied B0 eben 0 ist. Ne? Eine Division durch 0 ist nicht möglich. Der kleine Nachteil unseres kleinen Parser hier ist jetzt der, dass er hier nur Absolutglieder einlesen kann und verarbeiten kann, die entsprechend für A0 zum Beispiel die Ziffern 0 bis 9 haben, beziehungsweise für B0 nur die Ziffern 1 bis 9. Ja. So. Mehr kann er hier nicht einlesen. Das heißt also, ich kann hier nicht, wenn hier jetzt als Absolutglied eine 12 stehen würde, macht er mir hier ein Problem. Ja. Das könnte man natürlich auch nur entsprechend programmiertechnisch machen, aber das wird jetzt hier viel zu sehr in die Länge gehen. Sinn und Zweck war es, Ihnen hier jetzt nur das Prinzip hier eines solchen Parsers darzulegen. Ja. Wie man das Ganze entsprechend realisieren kann. Man könnte natürlich das Ganze noch so machen, dass er dann zum Beispiel hier noch hier prüft, ob hier noch vielleicht ein zweites Zeichen ist, beziehungsweise hier noch ein zweites Zeichen ist, falls dieses zweite Zeichen zum Beispiel Plus ist, ne, ignoriere es, ansonsten liest er es ein. Ne. Aber an dieser Stelle ist das Video jetzt hier zu Ende. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen gerne über das Kommentarfeld stellen. Oder aber auch direkt per E-Mail. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist das auch kein Problem. Da können Sie sich auch gerne über Facebook bei mir melden. Meine Facebook-Seite finden Sie in der Beschreibung des Videos. Sie ist aber auch nochmal im Kommentarfeld verlinkt. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen Dank.